30 minutes of Saturday, September 12, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. Today's show will be in English and German. Tomorrow's show will, however, be in Dutch because of the National Balloon Fox Hunt Fiesta. We have no data this weekend. For VK1 WIA National News. Good morning, this is Robert, VK3DN, with this week's Worldwide Special Interest Group News. Worldwide Special Interest Groups, ARDF. John Peake, PA0ETE, has contacted us with a story on a national balloon fox hunt in the Netherlands. The annual balloon fox hunt is a well-known multimedia event in Europe that combines several ham activities around a radio payload which will fly underneath a weather balloon. This year, the event will be held on Sunday, September the 13th, and it's the 37th occasion. Usually the balloon will fly at 1100 hours UTC, and as the balloon and its payload reach up heights of up to 20 miles, its radio coverage reaches over several nations such as the UK, the Netherlands, Belgium, France, Germany, and eventually more countries if the conditions allow such. In addition, a shortwave special event station will be on the air on the 40-meter band, hosted by operators who are part of this special organization, exchanging balloon data, reception reports, and are available for a QSO to support the event. Detailed information about the balloon fox hunt can be found on their website. Amateur Radio Newsline Report number 1976 with a release date of Friday, September 11, 2015. The forecast looks bright for a special weather balloon being launched Sunday, September 13th in the Netherlands. The balloon is carrying a special payload, an amateur radio transponder. The 37th annual hunt, sponsored by Radio Club GUI, PI4RCG, will be on. An estimated 1,000 or more hams will set out on an electronic chase of this flying fox of sorts, which is expected to have radio coverage reaching France, Germany, Belgium, the UK, and of course the Netherlands and nations beyond. The signals will be on 2 meters at 200 milliwatts of power and a 13 centimeter amateur television transmitter at 1 watt. A special event station will broadcast on 40 meters, exchanging reception reports, balloon data, and engaging in QSOs in support of the event. Ballonstart und anschließende Fuchsjagd am 13. September in den Niederlanden. Am nächsten Samstag, den 13. September, findet in den Niederlanden ein Event statt, welcher landesweit bereits jetzt schon die Amateurfunkgemeinde in Atem hält. Die Rede ist von der überregionalen Ballonfuchsjagd, die in diesem Jahr bereits zum 37. Mal stattfindet. Los geht es um 13 Uhr Lokalzeit mit dem Start eines Stratosphärenballons in De Bilt, das ist in der Nähe von Utrecht, welcher eine mittlerweile berühmte Wettersonde des Königlichen Niederländischen Meteorologischen Institutes an Bord hat. Dieser Ballon erreicht eine Höhe von bis zu 30.000 Metern. Nach 1,5 bis 2 Stunden fällt die Sonde dann zur Erde zurück, wobei viele aktive Peiljäger in jedem Jahr aufs Neue bis zum Äußersten gehen, um die fallende Sonde als Erster zu erreichen. Diese Meldung ist für uns in der Ostseeregion deswegen interessant, weil der Stratosphärenballon neben der Wettersonde auch Amateurfunkequipment an Bord haben wird, das auch hier bei uns auf den Bändern gut beobachtet werden kann. Neben einer 2-Meter-Barke auf 145,450 MHz gibt es auch einen FM-Crossband-Repeater mit einer Uplink-Frequenz auf 432,550 MHz auf 70 cm und einem Downlink auf 145,475 MHz. Auf 2 Meter. Dieser Transponder kann erwartungsgemäß in weiten Teilen Mitteleuropas empfangen werden. Des Weiteren enthält der Stratosphärenballon eine ATV-Kamera, die ihre Bilder per FM-ATV auf 2330 MHz ausstrahlen soll. Die Clubstation Papa India 4 Romeo Charlie Golf wird auf 7080 kHz im 40-Meter-Band in SSB das Projekt begleiten. Des Weiteren sind Live-Reportagen unter anderem auf dem 2-Meter-Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo vorgesehen, die weltweit via Echolink empfangen werden können. Livestreams in Bild und Ton wird es im Internet auf www.ballonfossenjacht.nl geben. Den Link dorthin findet ihr im Manuskript zu dieser Sendung unter ostseerundspruch.de. Wie John Papa Alpha 0 Echo Tango Echo mitteilt, wird es am 13. September kaum einen niederländischen Funkamateur geben, der nicht in irgendeiner Form aktiv oder passiv an diesem Event teilnimmt. Noch einmal, Ballonstart mit anschließendem 2-Meter-Peilwettbewerb am 13. September ab 13 Uhr Lokalzeit in De Bilt in der Nähe von Utrecht.